Herzlich willkommen zu Topf täglich Nummer, was ist es, 71? Ich weiß es ja nie, ich gucke mal schnell nach. youtube.com/mustertopf. Aber 71 müsste es wohl sein. Ja, 70 war das letzte, also Topf täglich 71. Und wenn ich jetzt hier umschalte auf dieses Ding hier, dann seht ihr mich hoffentlich in HD-Qualität, weil diese Blackmagic Design Box, die ich ja letztes Mal vorgestellt habe, endlich funktioniert und zwar auch auf dem unter Bootcamp auf dem iMac nach ein bisschen hin und her. Hier möchte ich auch herzlichst noch den Abgeordneten meines Bundeslandes danken. Nee, genau gesagt einem, nämlich Kai Schmalenbach. Der hat mir nämlich geholfen hier bei dieser ganzen Windows-Treiber-Konfiguration. Licht, merke ich gerade, ist nicht so ganz toll. Vielleicht so, ist auch nicht toll. Genau, ist alles nicht so einfach gewesen. Hat er immer ein Gerät, was er nicht erkannt hat. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufhab, weil ich gar nichts mehr darüber höre. Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank. Hat funktioniert, was ich nachher gemacht habe. Ich habe den Treiber in der Tat in diesem Softwareverzeichnis gefunden, habe ihn mit PNP Util, heißt es, glaube ich, ne? Minus I, minus A und dann die Inf-Datei auch installiert und danach nochmal dreimal neu gebootet und dann noch die richtige Auflösung gefunden, endlich. Und jetzt habe ich das hier in diesem Fenster in Broadcaster. Ich kann auch das nochmal zeigen hier. Hier, gut, kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich es natürlich jetzt ausgeschaltet habe. Haha. Egal, auf jeden Fall läuft es jetzt und das ist wunderbar und bedeutet, dass alles praktisch ist. Zu Hause habe ich festgestellt, habe ich ja keinen Thunderbolt-Adapter. Insofern kann ich es da gar nicht testen. Okay, aber auf jeden Fall klappt, ist wunderbar. Ein bisschen Problem war noch der Sound. Ich hoffe, das klappt jetzt, weil der out of sync war, weil das Videosignal doch ein bisschen länger braucht. Und ich habe es jetzt mal auf 250 Millisekunden Verzögerung gestellt und das scheint okay zu sein. Ja, ansonsten wollen wir sprechen über natürlich den Apple-Event, der gestern war, die Worldwide Developer Conference und natürlich die Keynote. Ob das jetzt alles so toll war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich nehme an, dass ihr alle davon gehört habt, was es da gab. Natürlich gab es ein neues Mac OS X. Das ist so ein bisschen Pflege, so ein paar mehr Bildschirmsachen, die finde ich jetzt am interessantesten eigentlich. So manche anderen Sachen, Finder und so, ja, brauche ich selten eigentlich. Ich habe ja ein Terminal, da finde ich auch alles, was ich brauche. Aber gut, mag okay sein, aber auf jeden Fall dieses Multi-Screen-Ding, da muss man sehen, ob das okay ist, weil das immer so ein bisschen nervig war. Gerade wenn man, sag mal, die ganzen virtuellen Desktops hat und da umschaltet. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie besser wird. Ich habe versucht, den Livestream zu gucken, hat nicht so ganz funktioniert, muss ich leider sagen, weil man da ja Safari brauchte und keine Ahnung was. Ist also nicht so toll gelaufen. VLC-Link habe ich noch bekommen, da lief aber nur irgend so ein Loop mit Copyright-Informationen. Deswegen habe ich nachher anderen Livestream geschaut, nämlich den vom Xbox One-Event und habe dann im Live-Ticker im Prinzip gelesen, was es noch so gab. Mac Pro gibt es natürlich, endlich wieder einen neuen, beziehungsweise eine Sneak-Preview war das ja. Das ist natürlich interessant, dass es da gar nichts mehr reinzubauen gibt an sich, sondern dass man alles extern gelöst hat. Das mag natürlich inzwischen funktionieren. Es gibt ja diverse Thunderbolt-Ports und Pipapo da dran. Also das heißt, dranpacken kann man genug. Und ich glaube, man kann ja auch PCI-Karten sogar noch über Thunderbolt da noch anschließen. Also ich denke mal, das von der Erweiterbarkeit ist natürlich interessant. Einziges Problem mag natürlich RAM sein. Das muss man dann direkt von Apple kaufen. Design, da kann man natürlich zweierlei Meinung sein. Ich weiß gar nicht, ich habe mir das gar nicht genau angeschaut. Gibt es denn auf apple.de.com irgendwas, auch ein Bild davon? Nicht so direkt irgendwie. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, das war natürlich Sache und natürlich die große Ankündigung war natürlich iOS 7. Auch da nehme ich an, habt ihr schon genug Bilder gesehen. Die gibt es hier auch irgendwie nicht zu sehen auf der Startseite hier auf der Dingens gibt es das, da kann ich direkt mal umschalten hier. So, hier sehen wir das nochmal in voller Bildschirmgröße. Im Übrigen eine Sache noch, ich wollte ja eigentlich auch noch, hat er umgeschaltet? Ah, sieht man, das ist nämlich das Problem. Ich wollte eigentlich ja noch einen zweiten Monitor dranhängen, nur ist jetzt dieser Thunderbolt-Port natürlich besetzt durch diese Karte. Und so ein iMac hat leider nur einen. Und ein Hub kostet sehr viel, das ist das Problem bei Thunderbolt. Insofern ein bisschen traurig. Lösung wäre vielleicht noch ein Mac Mini zu nehmen in Zukunft und dann halt sich so ein Cinema-Display da dran zu hängen, weil der hat einen HDMI-Noch-Ausgang und
das Thunderbolt-Display hat ja auch noch einen Thunderbolt-Ausgang. Das heißt, da wäre man wahrscheinlich auf der besseren Seite, wie man das lösen kann. Ich glaube, MacBook Pro hat sogar zwei Thunderbolt-Ports, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, ich sehe halt immer nur halb, was ich, also ich sehe eigentlich gar nicht, was hier aktiv ist. Ich hoffe, dass ich das immer richtig einstelle. Ja, also ich denke mal, das habt ihr natürlich alles wahrscheinlich auch schon gesehen, was es hier zu sehen gibt. Das Problem so ein bisschen daran ist allerdings, glaube ich, dass das alles nur so ein bisschen Design ist. So richtig viele neue Features, was zum Beispiel jetzt Google macht mit Google Now oder Ähnlichem, das gibt es halt hier nicht so direkt. Und das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, dass man da immer noch so ein bisschen hinterherhängt. Also man kann sagen, das wäre jetzt ein Befreiungsschlag, aber so richtig eben dann doch nicht. Also man hat halt nichts Grandioses Neues jetzt gemacht. Klar, so ein iPhone wird man wahrscheinlich nur einmal hinkriegen. Gut, ich meine, iPod war auch, glaube ich, so eine Revolution. iPod, iPhone, aber das macht man halt nicht so am Stück, gerade wenn natürlich der große Visionär verstorben ist. Mit Fernsehen wäre natürlich noch so eine andere Sache, die noch offen ist, aber da hat man natürlich auch nichts gehört. Das heißt, da muss man sehen, wie es da weitergeht. Also ich tendiere jetzt im Moment eher, wenn ich mir ein neues Telefon hole, doch eher zu einem Android-Device, auch wegen der Abwechslung mal. Sieht zwar nett aus, wie gesagt, aber wie gesagt, so ein paar Funktionen sind dann eben bei Android doch netter. Zum Beispiel auch mit der Installation oder mit der Anbindung an Google ist natürlich interessant, wenn ich mich mit Google irgendwo einlogge und dann direkt die App dazu runterladen kann. Das sind halt so kleine Sachen, die dann auch interessant sind. Schön wäre natürlich noch, wenn jetzt auch Android irgendwann mal hübsch werden würde. Da warte ich ja jetzt auch noch ein bisschen länger drauf. Aber gut, das sind so paar Details. Eine andere Sache, die ich jetzt eben sprechen wollte, wäre noch Games, weil das waren eigentlich viel mehr Ankündigungen gestern, was auf der E3 in Los Angeles war, die, glaube ich, passiert ist. Die ist auch heute noch dran und werde ich sicherlich gleich auch noch ein bisschen weiter gucken. Also da gibt es auf jeden Fall sehr interessante Sachen und natürlich gibt es neue Hardware auch da. Die Xbox One, die wurde ja schon vor einiger Zeit vorgestellt, genauso wie die PS4, aber noch nicht so richtig die Games. Und bei Xbox One kam natürlich in Deutschland hauptsächlich an, das ist ein Datenschutzproblem, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, weil die natürlich mit ihrem ins Haus reingehorche, wenn man sagt Xbox Go Home oder so, dann muss sie da ja irgendwie darauf auch reagieren. Das war natürlich hier hauptsächlich in der Presse, aber natürlich gab es noch ein paar andere Sachen. Es ging anscheinend hauptsächlich um Fernsehen, es ging auch hauptsächlich um DRM und das war etwas, was in der Gaming-Szene jetzt nicht so gut ankam. Das hat man zum Beispiel bei Reddit gesehen, da gibt es ja ein Gaming-Subreddit und am Tag, als es da noch mal etwas genauer drum ging, sah man halt eigentlich nur Xbox-Rants. Ne? Weil, wer es gelesen hat, also alles ist ein bisschen eingeschränkter. Man muss zumindest einmal am Tag zum Beispiel online gehen, um seine Spiele zu spielen, auch die, die man auf Disc gekauft hat. Man muss oder man kann Spiele nicht einfach so mehr weitergeben oder verleihen oder Ähnliches, sondern man muss halt immer, die sind halt immer ans Online-Konto irgendwie geknüpft, kommt also den Publishern sehr entgegen. Was mich halt auch so ein bisschen nervt und was vielleicht auch viele andere nervt, wie man ja dann auch gesehen hat. Bei der PlayStation 4, die dann gestern nochmal das spezifiziert hat, wie das denn bei denen aussieht, die haben eigentlich das sehr geschickt gemacht und gesagt, bei uns gibt es das alles gar nicht. Und die haben auch hier ein Video gemacht. Genau, also ich habe das eine Bild gar nicht mehr hier. Ich muss gerade mal sehen, ob ich das hier noch gerade schnell finde. Ich kann das auch nochmal hier auf den Kram umschalten. Auf jeden Fall gab es noch ein Bild, auf jeden Fall, wo die das aufgelistet haben, dass man eben das alles nicht machen braucht. Wo ist es denn hier? Good Guy Sony auf jeden Fall hier. Naja gut, ich finde es jetzt gerade nicht mehr so flott hier. Macht aber auch nichts. Es geht hier auch flott zur Sache. Hier ist es, glaube ich. So, wenn wir hier nochmal hier Trade-In-Games, wenn man das hier nochmal größer macht hier. Naja gut, so groß ist jetzt auch nicht zu machen hier. Das nochmal größer. So, Trade-In-Games at Retail, sell it to another person, lend it to a friend or keep it forever. Das gilt für Disc-Based Games. Und macht auch Sinn.
würde ich sagen, war ja immer so. Warum sollte es jetzt anders sein? Ist natürlich in der Praxis jetzt natürlich auch nicht ganz 100% so, weil man natürlich trotzdem eventuell sein Spiel an irgendwie ein Online-Konto knüpfen muss, je nach Spiel. Interessant sind natürlich die Reaktionen hier noch. Xbox Done war dann danach und der Herr CEO hatte wohl ein dickes Grinsen auf dem Gesicht, als er das ankündigte. Das ist sehr schön. Auch hat der offizielle PlayStation-Kanal hier auch schon ein kleines Instructional-Video gemacht, was ich gerade noch mal hier vorspielen kann. This is how you share your games on PS4. Jetzt weiß ich wieder, warum ich mein Headphone anhaben sollte. Thanks. PlayStation. Ja. Genau, da haut man nochmal extra drauf. Das ist natürlich sehr schön. Und was hatten wir noch hier? Das hatte nichts damit zu tun. Das auch nicht, das auch nicht. Ja, ansonsten gab es noch viele Spiele natürlich für Xbox und für PlayStation One. Es war für Xbox und PlayStation 4, Xbox One und PlayStation 4, so sollte man es natürlich sagen. Und da muss man sagen, gibt es natürlich wieder viele exklusive Titel und das ist halt etwas, was ich jetzt nicht so ganz mag, weil es kommt natürlich wieder nur den Publishern, ja nicht den Publishern eigentlich mal, sondern es kommt hauptsächlich den Konsolenherstellern entgegen. Natürlich hat man das den Vorteil, wenn man nur für eine Konsole was implementiert, dann kann man die ausreizen bis zum geht nicht mehr, kann also speziell auf die Spezialitäten dieser Box sich dann konzentrieren. Das ist natürlich ganz nett, aber man schneidet sich natürlich immer irgendwie so einen gewissen Markt damit auch ab. Und ich als Spieler, ich würde ja doch gern so ein Spiel dann auch auf allen Konsolen spielen, egal für was ich mich jetzt entschieden habe. Also es muss jetzt nicht die PlayStation 2 oder 3 dann sein, wenn ich eine 4 habe, aber ich will halt doch irgendwie die Spiele dann spielen, die ich irgendwie mir geholt habe. Das Problem ist dabei auch, genauso wie ich zum Beispiel das Problem jetzt noch mit meinen ganzen Schallplatten zu Hause habe, ich müsste mir ja auch, wenn ich beide Konsolen habe oder mir eine neue zulege, eigentlich das Spiel nochmal neu holen für diese Konsole. Auch das würde ich gerne eigentlich vermeiden wollen und ich würde eher lieber etwas haben wie ein Buy Once, Play Everywhere. Das heißt, ich kann mir das wo auch immer dann installieren. Ich meine, bei Steam und so kann man ja fast sagen, ist das der Fall. Allerdings natürlich, weiß jetzt gar nicht, wie das bei PlayStation ist, wenn es Spiele für PlayStation und für PC gibt, muss ich sie wahrscheinlich trotzdem noch doppelt holen. Also auch gerade auch Indie-Games. Das ist übrigens eine andere Sache, die noch bei PlayStation vorkam, dass nämlich Indie-Games speziell gefördert werden, sodass Indie-Game-Publisher oder sind ja keine Publisher dann, also die Firmen direkt auf die PlayStation ihre Spiele direkt auf der PlayStation ihre Spiele vermarkten können. Und das war ja in der Vergangenheit nicht unbedingt so. Und das ist dann natürlich schon ein netter Schritt, vor allem, dass man eben die direkt unterstützt. Bei der Xbox One, da weiß man nicht, wie der Stand da ist, glaube ich. Wahrscheinlich kümmert sich da keiner so um die Independent-Game-Szene, was ein bisschen schade ist, weil es natürlich schon diverse coole Spiele da auch gibt, die eine Rolle spielen. Ich meine, Minecraft kam vor, das ist ja schon independent, aber das war dann auch das Einzige und es ist natürlich auch das Größte und das muss man dann wahrscheinlich auch bringen. Nur hat man natürlich auf so einer Box dann auch Bezug auf Modding oder so wahrscheinlich auch nicht so die besten Chancen. Ich habe ja keine Xbox 360, insofern weiß ich nicht, wie Minecraft sich da verhält, auch mit Modding und so. Aber ich meine, so wie Microsoft sich verhält, ist es wahrscheinlich eher ein Problem. So, ich wollte aber trotzdem noch ein paar Spiele zeigen. Und zwar, was haben wir hier noch? Den Division-Trailer, den lasse ich mal ohne Sound laufen. Man weiß ja nie, was YouTube irgendwie so dann nachher davon hält irgendwie. Es ist auch irgendwie nicht mehr so ganz HD, was ich eigentlich mal eingestellt hatte. Also da sieht man nicht viel vom Spiel, aber ich fand den Trailer eigentlich ganz nett. Ich spule mal so ein bisschen vor noch, weil der das halt sehr... Das ist hier Transportation und das sind hier die Sachen aus der Vogelperspektive. Also das haben die eigentlich ganz cool gemacht hier, diesen Trailer. Und das Spiel sah eigentlich auch ganz nett aus. Das ist halt so ein MMO von Ubisoft ist das Ganze hier. Und ein MMORPG ist es genauer gesagt. Und da kann ich auch das Gameplay nochmal zeigen. Das ist wahrscheinlich hier so, das ist das Gameplay, auch ohne Dings. Sah das so aus? Ja, sah so aus. So, also das ist erstmal so eine Art Trailer hier noch. Und dann irgendwo geht es ja auch mal los. Also ich finde, das sieht schon mal sehr cool aus. Das ist hier auch In-Game-Footage. Das haben die auch live so oder so halbwegs live dort gespielt. Das ist natürlich dann schon, glaube ich, alles ein bisschen geskriptet, was sie da machen. Und ein bisschen sehr geübt wahrscheinlich, damit das auch nachher alles so läuft und der nicht schon direkt am Anfang tot ist.
Also das sieht ganz gut aus. So, jetzt fängt halt das eigentliche Spiel hier im Prinzip an. Ich finde das mit der Grafik ganz schön, auch hier wie so Water Street da irgendwie zu sehen ist. Und ich drücke nochmal auf die 1, damit ich auch sicher bin, dass jetzt irgendwie auch der Bildschirm gezeigt wird. Hier Bronson. Und das ist sehr cool, was sie hier machen mit der World Map. Das könnte ich mir auch für Google Glass gut vorstellen eigentlich, dass es dann so aussieht. Und das sieht schon, glaube ich, auch praktisch in Bezug auf die Fortbewegung aus. Ansonsten ist es halt so ein eher klassischer Shooter. Ja, gehen wir hier in die Schussszenen, die sind so ein bisschen weiter hinten. So sieht das hier aus. Und hier oben sieht man noch Chris mit dem Tablet rumfliegen. Das ist auch ein Trend, den man, glaube ich, irgendwie anscheinend viel sieht heutzutage, dass man unbedingt noch diese Second-Screen-Erfahrung irgendwie dazu holen muss. Es macht aber nicht immer Sinn, das ist mein Problem dabei. Also es macht vielleicht Sinn, mit dem iPad oder was auch immer vor dem Fernseher zu sitzen und sich darüber zu unterhalten, wie schlimm jetzt irgendeine Talkshow ist oder so. Aber bei Games sehe ich jetzt den Anwendungsfall nicht so. Also gerade wenn ich jetzt hier mit dem Tablet so eine Drohne hier steuere, das ist natürlich ganz nett, aber warum müsste ich jetzt ein Tablet dafür nehmen? Also hier kann man jetzt, der markiert im Prinzip das Ziel, sodass sie eben durch das Schild durchschießen können. Nur wenn ich halt zu Hause bin, wo ich ja wahrscheinlich dann eh gutes Internet habe und die unterhalten sich ja hier auch noch, dann ist für mich dann schon die Frage, warum setze ich mich nicht vor den Rechner und wieso nutze ich dann das Tablet? Wenn ich unterwegs bin, ist es natürlich auch die Frage, warum sollte ich dann, ja, vielleicht will ich es dann spielen, aber wahrscheinlich bin ich in einer Situation, wo das nicht unbedingt dann so notwendig ist oder auch vielleicht nicht möglich ist. Wir kennen ja unser Netz, gerade hier in Deutschland. Bin ich mir nicht sicher, ob das so viel Sinn macht oder ob ich das dann nur per Tablet spiele. Wie gesagt, hier hat noch Voice, das heißt, so ein Headset dabei hatte jetzt auch nicht jeder. Ob das dann wirklich auch so gut funktioniert ohne Headset, weiß ich auch nicht. Hier, die Stimme da drin war natürlich perfekt. Das haben die dann schon gut gemacht. Aber wie gesagt, das ganze Spiel sieht trotzdem ganz nett aus. Also bei anderen Spielen war es übrigens auch noch so, bei The Crew zum Beispiel, das ist ein Open-World-Autorennen. Das war auch cool. Man kann, glaube ich, durch die ganze USA fahren. Auch da gab es aber eine App fürs Tablet und da konnte man sich dann sein Auto zusammenstellen. Und da bin ich auch nicht sicher, ob das jetzt so, es soll noch mehr geben, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt so der Hit ist, dass man das unbedingt braucht. Bei EVE Online, sagen wir mal, da habe ich natürlich auch eine App, die ich auch relativ oft nutze, wo ich aber eigentlich nur gucken kann und nichts machen kann. Da macht es aber auch Sinn, weil das sehr an Zahlen basiertes Spiel an sich ist und ich kann halt da gucken, habe ich was verkauft, habe ich was gekauft, habe ich irgendwas hergestellt, ist das fertig, es informiert mich, wenn ich neue Skills reinpacken muss und so weiter. Das ist halt, sagen wir mal, für ein sehr komplexes Spiel macht das auch Sinn. Das ist aber auch keine App, die jetzt von CCP selbst hergestellt wurde, sondern das ist eine App, die jemand anders geschrieben hat, mit Hilfe der API. Und da frage ich mich halt eher, ob es nicht Sinn macht, für solche Spiele hier halt eine API noch eher zur Verfügung zu stellen, sodass man guckt, was denn die Leute damit machen. Natürlich, bei solchen Spielen geht es ja auch um Balance und so weiter. Da will man natürlich nicht so viel machen. Aber wie man hier ist, jetzt noch eine schöne Szene, wie man sieht hier, was so Open World auch bedeutet. Und es sieht halt schon so aus, als könnte man hier ganz New York irgendwie, oder nicht ganz New York, aber zumindest große Teile sich hier dann anschauen. Das ist also The Division. Kommt, glaube ich, für Konsolen raus. Ich hoffe, dass es auch für PC rauskommt, weil Konsolenshooter finde ich selbst jetzt nicht ganz so praktisch. Ich habe jetzt mal Dust versucht, aber das ist jetzt nicht so ganz toll. Also ich habe lieber eine Maus und ein Keyboard und will das damit spielen. Ja, weitere Sachen natürlich Battlefield 4, das war natürlich eh schon klar und sah auch nett aus, ist aber jetzt natürlich auch nichts komplett Neues. Allerdings gab es, glaube ich, war das das? Ja, es war, glaube ich, das, wo es dann so zusammenfallende Gebäude auch gibt, also irgendein so Wolkenkratzer fällt dann noch irgendwie dabei um. In einem Mehrspielerspiel mit 64 Leuten, das war schon cool. Ob man das so oft da bringen kann, ob das nicht zu sehr an 9/11 erinnert, weiß ich nicht. Dann gab es noch Watch Dogs, das war auch interessant, also nächste Iteration sozusagen. Allerdings ging es dann darum, irgendwie, dass man alles Mögliche über soziale Netzwerke, Hacking und keine Ahnung was über eine Person rausfinden kann. Und das hatte eine interessante, moderne
Verbindung natürlich, gerade jetzt zu der Zeit. Ob das so passt, weiß ich nicht, aber wie auch immer. Ja, das war's auch schon. Ich will auch gar nicht zu viel noch erzählen. Ich gucke mal hier gerade noch auf das Ding hier, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Hier haben wir noch die tollen iOS. So, hier steht auch immer, dass ich 20 Minuten das jetzt habe. Das ist gut. Und ja, ich sage dann einfach mal hier auf Wiederschauen und schön, dass das mit der Kamera jetzt endlich klappt. Ich hoffe, dass es auch wirklich klappt. Wenn das jetzt nicht geklappt hat, mache ich es nicht nochmal. Aber ja, wer es gut findet, natürlich immer ein Like gerne hinterlassen oder weiterverteilen oder abonnieren und so weiter. Ihr kennt das schon. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und ja, genau, mehr sage ich auch nicht. Tschö.